Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, wir werden uns heute dran machen, meinen Schminktisch auszumisten und neu zu sortieren. Ich hoffe, ich kriege das heute alles irgendwie hin, so wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise einfach aussortieren ist das Wichtigste. Und ja, ich nehme euch da ein bisschen mit und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei und schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr eure Schminksammlung regelmäßig ausmistet, ob ihr regelmäßig sagt, nee, die Produkte sind nichts für mich, die gebe ich weiter oder schmeiße ich weg, wie auch immer. Würde mich mal sehr interessieren und ja, ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal darüber und wir sehen uns gleich wieder. So, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu schief. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der schlimmsten Schublade an. Und das ist eindeutig hier mein ganzes Foundation- und Puderzeug. Puh. Ja, mein Tisch ist voll, nur mal so ganz nebenbei und ich bin gerade etwas erschüttert, ehrlich gesagt, dass es doch so viel ist. Ja, ihr seht jetzt hier das ganze Ausmaß des Chaos und ganz im Ernst, es ist echt viel. Ja, ich hole euch mal wieder näher ran. Ich glaube, ich habe hier, tun wir mal die Sachen dazu, die jetzt in den anderen Schüben noch irgendwo rumlungern. Ich habe nämlich auch noch ein paar Sachen. So, ich glaube, das war es erstmal. Und ja, also was als erstes mal wegkommt, ist das Teilchen hier, Rival de Liu Piang Primer Spray. Nutze ich nicht, verwende ich nicht, wobei könnte ich das noch aufbrauchen. Nee, ich glaube, das lasse ich lieber, ist auch schon wirklich alt. Dann hier, glaube ich, ist gar nicht mehr viel drin gewesen. Die kann eigentlich schon weg. Und ja, die riecht dann immer so toll. Die kommt weg. Genauso, das ist aus meiner Glossybox mal gewesen. Das kann auch weg. Dann der Primer hier von Icona Milano war auch meiner Glossybox. Ist auch schon ewig her, kann weg. Dann das Altera, das war aus dieser Rossmann Box Make-up Elixier, ja 02 Medium. Ich glaube, man kann es erkennen, oder? Funktioniert überhaupt nicht. Ey, was ich alles habe. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das Ding hier überhaupt habe. Ist auch nahezu unbenutzt. Ich glaube, den gibt es auch noch nicht so lange, oder? Der bleibt mal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Ja. Achso. Diese Make-up-Drops, die können auch weg, weil, ich weiß nicht, die hellen irgendwie nicht so richtig auf, so wie ich mir das vorstelle. Und hatte ich mir, glaube ich, dazu geholt. Und ja, es bröselt auf der Haut, das ist unangenehm, mag ich nicht. Dann das Teilchen hier kommt jetzt auch weg. Das ist von... ich glaube 2017 oder 2018 ist das. Kann weg. Dann hier der Sheer Nude Turn It Up Concealer. Oh ja. Genauso alt ist auch diese Foundation, deswegen das kommt definitiv weg, das Zeug. Und was haben wir hier noch? Ein Beauty Balm 5 in 1 getönte Tagespflege von Weleda. In der Farbe Bronze natürlich. Vor allem das ist halt immer das, was in den Boxen drin ist, wo ich mir denke, so ich bin eine blasse Haut, ich werde selbst im Sommer nicht dunkel. Und dann schicken die so dunkle Produkte. Verstehe ich nicht. Ja, das ist auch schon alt und kann dementsprechend weg. Dann das Teilchen hier. Hatte ich mir mal gekauft, kaum verwendet, ehrlich gesagt. Und das verwende ich nicht, weil das brennt
wenn ich mir das aufsprühe und deswegen kann das weg. Das Teilchen hier von Omorovicha ist ein Primer, den fand ich eigentlich mal ganz gut, aber ja, der ist auch drüber. Ich habe den, kennt ihr das, wenn ihr so teure Produkte in der Sammlung habt und ihr verwendet die dann einfach nicht, weil ihr Angst habt, dass es leer wird? Ja, genau so ist es. Dann das Teilchen hier von Trend It Up aus der Evernudes Face Perfect Edition. Ich glaube, das war auch ganz schlimm. Ich habe das nur ein oder zweimal verwendet und es hat ewig viele Würstchen gebildet. Von daher kann das weg. So, es lichtet sich ein bisschen, aber noch nicht viel. Der hier habe ich, glaube ich, noch nicht so lange. Der riecht auch noch gut. Den, glaube ich, hebe ich erstmal noch auf. Dann die hier, die ist auch schon leer. Die lag hier noch in der Sammlung. Dann haben wir hier einmal so Auffälldinger. Ich glaube, die habe ich mir mal nachgeholt. Und der hier ist fast leer, aber ich brauche die momentan überhaupt nicht. Ich glaube, den hebe ich mal auf. Das tue ich weg, weil vielleicht kann man es noch mal irgendwann brauchen. Aber momentan wüsste ich nicht, wofür, wenn ich ehrlich bin. So. Dann diese Babycreme hier. Die habe ich mir mal geholt für den Sommer, weil ich mir gedacht habe, zum zum schnellen Make-up. Aber seht ihr das? Und das bleibt halt so dunkel bei mir. Und kann ich nicht verwenden, kommt weg. Genauso wegkommt ist hier der Löscherauge. Der soll ja super, super gut sein. Und das ist die Farbe 01 Light. Und also ich weiß ja nicht, was daran Light ist. Aber das ist für mich nicht Light. Kommt daher weg. Ja, dann das Teilchen hier. Das ist auch schon etwas älter. Das ist die Farbe 30 Soft Porcelain. Und die Farbe passt einfach nicht zu mir. Das hat irgendwie so einen leichten rosa Stich drin. Funktioniert für mich nicht. Dann haben wir hier von My Little Box noch ein Produkt. Noch gut. Das riecht eigentlich noch gut. Ich kann mich auch nicht erinnern, wie das hier so war. Es ist sehr, sehr mousig. Eigentlich eine schöne Konsistenz. Das bleibt erstmal noch. So, das Teilchen, glaube ich, war auch vorletztes Jahr in der Glossy Box und es ist auch so extrem dunkel. Das kommt weg. Finde ich nicht. Die zwei Produkte hier, waren mal eine Probe. Das ist B40 Sand. Beides. Das ist diese Touch Eclair One Glow und Letaint. Oder Letaint. Und damit kann ich dann mal was probieren. Das ist einfach viel zu dunkel für mich. Wo machen wir denn weiter? Puder. Das Bananapuder. Habe ich eine Zeit lang mal sehr, sehr gerne verwendet, weil es hat jeder verwendet und war ja auch nicht schlecht. Und ja, nur wenn man da mal ein Foto macht und dann sieht, dass man total gelb unter den Augen ist, weil man zu viel Produkt erwischt hat, macht das Ding keinen Spaß mehr und kam deswegen weg. So. Dann haben wir hier noch ein Teilchen von Revolution. Der ist leer. Okay, kam weg. Würde ich mir jetzt auch nicht nachkaufen, fand ich nicht so toll. Dann das Teilchen hier von La Vera, das kann auch weg. Das ist mir zu dunkel und hat für mich keinen Effekt und ist auch jetzt schon eine Zeit lang in meiner Sammlung, deswegen darf das Ding gehen. Dann hier von Revolution, dieser Make-up-Stick. Die Farbe fand ich eigentlich sehr gut für mich.
Es ist aber dadurch, dass ich eine trockene Haut habe, nicht das optimale Produkt für mich und es setzt sich unterm Tag extrem ab. Also so ein, zwei Stunden, wenn man es drauf hat, geht schon mal, aber ja, wann hat man ein, zwei Stunden Make-up drauf? Deswegen kann das jetzt auch gehen. Genauso von L'Oreal Infallible, dieser Stick. Der war eigentlich auch nicht so schlecht, aber ja. Ich verwende die einfach nicht. Und ich habe noch einen, und zwar von Milk Make-up. Und ja, den möchte ich auf jeden Fall aufbrauchen, weil der war nicht günstig. Und ja, der bleibt. Dann hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann in der Kamera. Da ist nur so ein ganz, ganz kleiner Rest drin und ja, die kommt weg. So. Dann die hier habe ich letztens mal ausprobiert, die ist auch leer. Die kann im Endeffekt eigentlich runter zu meinen Back-to-Mac-Produkten. Das werde ich jetzt auch dann gleich tun. Dann auch schon eine Ewigkeit in meiner Sammlung, auch aus einer Glossybox. Und ja, verwende ich nicht gut weg. Genauso der hier, den habe ich mal eine Zeit lang verwendet, kommt jetzt weg. Ich habe nämlich noch einen, der darf erstmal noch bleiben. Genauso wie der hier. So, dann lichtet sich das Ganze doch schon mal ein bisschen. Dann die beiden Produkte hier aus diesen Adventskalendern. Riecht an sich noch gut, aber ich glaube, die haben immer so Würstchen gebildet unter Make-up. Und mag ich nicht. Dann kommen sie weg, ne? Genauso wie das Produkt hier. Kann auch weg. Dann habe ich hier von Love ein Produkt. Das habe ich, glaube ich, in dem Ausverkauf gekauft. Und na, wie funktionierst du? Gar nicht mehr. Ja, war mir auch viel zu dunkel. Ist daher eh schon irrelevant. Hier habe ich hier von Catrice so ein Prime and Fine Puder. Das habe ich mal eine Zeit lang sehr, sehr gerne verwendet. Aber ich habe das jetzt schon ewig nicht mehr verwendet und da ist auch nicht mehr viel drin. Deswegen kommt das jetzt weg. So. Hier ist auch nichts mehr drin. Also das Ding ist leer. Von MAC dieses Prep and Prime. Finde ich sehr, sehr gut. Habe ich mir ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht in groß nachgekauft. Weiß gar nicht warum. Dann haben wir... Schauen wir, was die Puder jetzt machen. Hier habe ich noch ein Puder. Das zähle ich jetzt auch mal. Ist aufgebraucht. Da ist nur noch im Rand was drin. Das hier verwende ich momentan noch sehr, sehr gerne. Das ist von Maybelline das Face Studio Setting Powder. Light. Dann das Rival de Loop Beauty Coat. Riecht noch gut. Ja, werde ich aufbrauchen. So, den zähle ich jetzt auch einfach mal auf, als aufgebraucht, weil ich das schon ewig nicht mehr verwendet habe und kommt deswegen weg. Dann habe ich hier das No Filter Suns Filter. Das habe ich in meinem letzten Aufgebraucht-Video als Alabaster aufgebraucht. Und das ist hier das Porcelain. Das ist ein bisschen dunkler als Alabaster, aber für den Sommer geht es dann. Bleibt. Dann hier das Winterglow. Glaube ich, kann man auch als Aufgebraucht zählen. Da ist wirklich nur noch so ein ganz kleiner Rand drin. Kommt weg. Das Evernudes, das glaube ich, behalte ich noch. Riecht auch noch gut. Genau, das bleibt. Dann habe ich hier von Revlon ein Puder von aus dieser Photo Ready Candide Reihe. Das finde ich nicht schlecht. Bleibt, wird aufgebraucht, aber nicht nachgekauft. Dann habe ich hier von Essence das Translucent Fixing Powder. Das ist ganz feißes. Das habe ich mal zum Baken immer hergenommen. Deswegen habe ich das Netz auch raus. Ja,
Aber wenn ich eine Foundation damit ein bisschen aufhellen will, funktioniert super. Dann mein By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Liebe ich, ist auch immer noch eine Menge drin. Ich verwende es ja hauptsächlich für unter den Augen, weil es einfach die Augenpartie nicht austrocknet und nicht so faltig erscheinen lässt. Bleibt natürlich. Dann habe ich hier ein Puder von P2 noch. C2Face Compact Puder. Das sieht hier so aus. Aber ich glaube, das gibt immer nicht so viel Produkt ab. Und ja, ich verwende es daher nicht gerne und deswegen kommt es jetzt weg. Dann haben wir hier noch von L'Oreal ein Puder, das Perfect Match Hautton anpassendes Puder in der Farbe Rose Scent. Das ist hier so eins. Ja, das funktioniert ganz gut, wenn man einfach mal nur gepudert aus dem Haus gehen will. Bleibt. Habe ich hier nochmal. Das glaube ich, habe ich mal zugeschickt bekommen als Testprodukt in Vanilla. Diese Farbe, ja, darf auch noch bleiben, wird verwendet und aufgebraucht. Dann habe ich hier, das war meiner Shapebox drin, das Fixing Powder von Essence You Better Work. Da ist auch so ein Powderpuff dabei. Ja, und ist so ein weißes Puder, das darf auch bleiben. Dann habe ich hier von Maybelline das Superstay Longwear Powder Waterproof. Das sieht so aus. Riecht auch noch gut. Darf bleiben. Dann nochmal von P2 ein Puder, das Coziness Multicolor Puder. Und auch das ist so ein schrecklich festgepresstes Puder und deswegen darf das jetzt gehen. Na, wir haben noch ein paar Puder. Also Puder habe ich echt im Überfluss, also da muss ich auf jeden Fall aufbrauchen. Dann habe ich hier von Love dieses Perfectitude Shine Control Loose Powder. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt nicht hergenommen hatte. Das ist so leicht rosa gefärbt. Ist wirklich ein schönes Puder. Ja, muss auf jeden Fall aufgebraucht werden. Dann habe ich hier einmal ein Backup von diesem Blur Powder und da habe ich hier das auch nochmal als offene Variante. Finde ich sehr, sehr gut. Ob ich es mir jetzt nachkaufen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist wirklich ein gutes Puder. Ja, das können wir auch als aufgebraucht zählen von BH Cosmetics, das Matte Finish Pressed Powder Shade 205. Das sieht so aus. Ist auch ein richtig schönes Puder, gerade wenn man sagt, man möchte wirklich die volle Deckkraft haben, dann funktioniert das mit dem hier sehr, sehr gut. Ebnet die Haut, macht die Haut weich und ja, ist nicht schlecht. Dann habe ich mir hier von MAC einmal das Mineralize Powder Cold in Medium. Im Sommer allerdings, deswegen ist es das Medium. Finde ich auch nicht schlecht, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier Freunde der Sonne, ein leeres Puder drin. Ja, also wirklich komplett leer. Und zwar ist es das NYX Can't Stop One Stop Setting Powder. Das, glaube ich, war leicht gefärbt, genauso light. War nicht schlecht. Würde ich es mir nochmal nachkaufen? Glaube nicht. So, dann habe ich hier ein Puder und zwar von IT Cosmetics. Habe ich auch total vergessen, dass ich das habe, Leute. Das ist wirklich verschwunden in meiner Sammlung. Ja, da sieht man halt jeden Pinselstrich drin. Ne? Ja, ist eigentlich gutes Puder, müsste ich mal wieder verwenden. Soll halt die Poren praktisch verdichten. Genauso wie das, was ich mir jetzt eigentlich geholt habe, das von Charlotte Tilbury, das Airbrush Flawless Finish Puder. Und ja, da war ich auch schon ein paar Mal drin, aber eher selten, weil das ist ein Puder, das möchte ich gern für meine Hochzeit verwenden. Und also, weil ich mein Make-up ja selber mache. Und dann haben wir hier ein Produkt. Halt, Puder sind mir jetzt eigentlich
durch, genau. Also Puder sind wir jetzt durch. Ihr seht die hier hinten. Es ist noch eine Menge, das sollte natürlich jetzt erstmal aufgebracht werden. Und ja, jetzt kommen wir zu Concealer. Hier habe ich einmal von Charlotte Tilbury die Fair. Das ist dieses hier. Das habe ich jetzt auch schon einmal ausprobiert, weil ich neugierig war. Und finde ich nicht schlecht. Momentan verwende ich noch von Becca den Under Eye Corrector. Und da ist immer noch genügend Produkt drin. Also ich habe den schon 2 Jahre. So lange soll man den ja? 18 Monate. Und ja, er soll jetzt auf jeden Fall leer werden. Und ich verwende den seit einem Jahr durchgehend. Und ja, er ist wirklich sehr, sehr ergiebig. Also mein Freund hat mir den damals zu Weihnachten geschenkt. Und der hat gesagt, naja, ich hätte gedacht, das Pöttchen ist ein bisschen größer für das Geld, was er kostet. Der ist wirklich nicht günstig, aber wirklich sehr, sehr gut. Ja, mag ich sehr gerne. Ja, kommen wir zu den Concealern. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel, da haben wir ja gerade schon ein paar raus. Hier habe ich einmal noch von It Cosmetics den Bye Bye Under Eye. Und ich glaube, der ist hinüber. Da sind so schwarze Pünktchen drauf, also ja, der ist mir leider gekippt. Dann habe ich hier einmal von L'Oreal Infallible den 24-Stunden-Concealer. Das ist der hier. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Den verwende ich auch nicht gern. Der ist mir viel zu pastös und funktioniert für mich nicht. So, dann habe ich einmal hier von Altera Naturkosmetik kaschiert Augenschatten und deckt gezielt ab. Haltbar bis 8,20 steht hier drauf. Das ist dieses Teilchen hier. Der riecht aber auch nicht mehr gut, also den tun wir weg. Dann habe ich von Revlon einen. Der riecht auch nicht mehr gut. Das ärgert mich ehrlich gesagt, dass mir so viel kaputt gegangen ist. Dann haben wir hier einmal den Manhattan Wake Up Concealer und den mag ich ehrlich gesagt nicht, weil der so glitzert irgendwie unter dem Auge, aber der wäre noch gut, aber ich verwende ihn nicht gerne und ich verwende generell kaum noch Concealer, also kann ich den auch wegtun. Dann habe ich jetzt noch 2 Concealer, glaube ich. Na, 3, ich habe noch einen hier hinten. 2 haben wir hier hinten noch, die haben wir vorhin schon hier rüber. Einmal den Bare Skin. Den verwende ich momentan für meine Augenlider zum Primen, zum Abdenken, weil ich mache erst mein Augen-Make-up und dann praktisch erst die Foundation und dann verwende ich erst den. Unterm Auge wäre mir fast ein bisschen zu dunkel. Und hier auch so ein Schätzchen, was ich echt vergessen habe, dass ich es habe, ist dieser Nabla Concealer und der ist auch richtig gut und ist die Farbe Porcelain. Ja, bleibt auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit Primern, hätte ich gesagt. Bei den Primern habe ich einmal, oder beziehungsweise zweimal, den habe ich mir gleich als Backup geholt, weil der aus dieser 183 Tage DM Edition da ist. Den habe ich heute verwendet. Das ist so ein schöner, oh, mein Akku ist leer, ein schöner öliger Primer, mag ich sehr, sehr gerne und bleibt auf jeden Fall. So, die Pause war jetzt doch etwas länger. Wir machen jetzt weiter mit den Primern. Ja, ich glaube, da fliegt erstmal nichts raus. Hier haben wir einmal so ein Primer Spray von Catrice. Ja, das kann man aufbrauchen, ist aber jetzt nicht weltbewegend. Dann habe ich hier einmal von Love einen Primer. Der ist, ja, gut ein Drittel leer. Den kann ich nicht jeden Tag verwenden. Ich finde den eigentlich ganz gut, aber immer wenn ich den verwende, habe ich kurz danach Pickelchen. Also deswegen eher so ein seltener Kandidat. Dann den hier, mit dem muss ich nochmal ein bisschen rumexperimentieren. Das ist dieser 10-in-1 Dream Primer. Ich bin noch nicht so begeistert von dem. Mal schauen. Dann den hier mag ich echt gerne. Das ist der Fresh It Up Primer, dieser Moisturizer. Den finde ich ganz gut. Der durchfeuchtet die Haut sehr schön. Dann habe ich hier von Milk Makeup den Hydro Grip Primer.
Da bin ich mir noch nicht so sicher. Also ich habe den schon ein paar Mal verwendet und ich finde den eigentlich auch nicht schlecht. Er hinterlässt wirklich so eine klebrige Base, aber bei manchen Foundation hat man danach diese Bröselchen auf der Haut. Dann habe ich hier einmal den Becker First Light Priming Filter. Der ist fast leer, da muss nur noch der Rest aufgebraucht werden. Finde ich nicht schlecht. Dann haben wir hier einen von Maybelline. So ein Porenverfeinerer, der ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Dann den hier habe ich noch nicht ausprobiert, der war auch in dieser Shapebox drin. Ja, müsste ich mal ausprobieren, ob der wirklich so wasserdicht ist, wie er sagt. Dann der hier von Rivaldi Loop Young, No Filter Needed Blur Primer. Der ist ungefähr bis hier circa schon leer. Den finde ich richtig, richtig gut. Und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, haben die das jetzt ins Standardsortiment aufgenommen. Also ich muss da mal gucken, weil ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Das ist so ein öliger Primer. Und das sehen kann, mit so leichten Schimmerpartikeln. Der ist nochmal ein bisschen besser als die von DM. Genau. Aber ja, wirklich super Produkt. Dann hier einmal von Maybelline den Face Studio Prime Anti-Redness Primer. Den verwende ich auch gerne. Gerade jetzt, wo ich auch ein bisschen Erkältung hatte, habe ich hier halt extreme Rötungen und hier. Und da hilft der ganz gut. Und einmal der Too Faced Hangover Primer ist auch wirklich ein richtig, richtig toller Primer. Gefällt mir richtig gut. Und ja, den habe ich in der kleinen Größe schon mal aufgebraucht und jetzt durfte er in der großen Größe nach. Genau. Dann haben wir noch Foundations und das sind Bronzer und Blush, die gehören hier nicht hin. Halt, den hier haben wir noch. Der Hollywood Flawless Filter haben wir ja von Charlotte Tilbury noch. Mag ich auch sehr, sehr gerne, trage ich auch heute unterm Highlighter und auf der Stirn so ein bisschen, ja, an den höchsten Punkten halt einfach. Sehr, sehr schönes Produkt. Dann haben wir hier zwei Produkte von It Cosmetics, die CC Cream. Die kann ich nur im Sommer verwenden. Das ist jetzt beides die Farbe Fair und die ist mir im Winter einfach viel zu dunkel. Und bei dem hier ist das Problem. Die liebe Jenny vom Kanal Jenny Highlights hat es auch gesagt, das ist eine richtige Glitzerbombe und es ist wirklich so. Also der hat so viel Glitzer drin, das ist Wahnsinn. Schlimm. Hier habe ich nochmal so eine kleine Probe von dem It Cosmetics. Genau, dürfen bleiben. Dann habe ich hier einmal die NYX Bare With Me Foundation. Ja, die ist. Ja, was soll man sagen? Ein Hauch von nichts. Ja, muss ich jetzt einfach mal aufbrauchen. Denke, im Sommer werde ich die aufbrauchen. Dann habe ich hier die Revlon Candide Foundation. Die ist mir ein Ticken zu dunkel. Muss ich auf jeden Fall warten bis im Sommer rein. Und dann kann ich die auch aufbrauchen. Dann habe ich hier einmal von Bare Minerals das, wie heißt's? Ja, diese Mineral Foundation. Ja, glaube ich, kann man schon sagen, oder? Mineral Foundation in der Farbe Fair. Ich finde die für den Winter auch für mich ein bisschen zu dunkel. Und da möchte ich auf jeden Fall jetzt im Sommer dann aufbrauchen. Sollte hoffentlich möglich sein. Genau. Dann hier die Maybelline. Was ist das für eine Full Coverage Foundation? Ja, die ist wirklich Full Coverage und mir ist es manchmal wirklich zu viel und ich werde sie nochmal ausprobieren, weil hier steht drauf hohe Deckkraft ohne Maskeneffekt. Doch, sie hat einen Maskeneffekt, aber ich probiere momentan wirklich sehr, sehr wenig Produkt als Foundation aufzutragen und mal schauen, wie das funktioniert und dann möchte ich die auch nochmal ausprobieren, weil die von der Farbe her passt sie auf jeden Fall. Denn die hier trage ich momentan im Flakon, sieht die eigentlich passend aus. Ist
Aber wenn man sie auf dem Handrücken hat, ist sie wirklich dunkel. Also dunkler als mein Hautton. Aber ich finde, ich sehe es nachher bei der Videobearbeitung, man sieht keinen Unterschied zum Hals, weil ich wirklich sehr wenig Produkt verwendet habe und versucht habe, dass ich habe mir zwar 3 Pumphübe auf den Handrücken gegeben, aber ich glaube, ich hätte ein Pumphub hätte gereicht. Also das probiere ich momentan einfach ganz, ganz wenig Produkt aufzutragen, einfach nur dafür, dass man halt so einen Ausgleich bekommt und ja, finde es eigentlich nicht schlecht. Dann hier haben wir auch noch so eine Maskenbombe, die NYX Canstar One Stop Full Coverage Foundation. Und ja, auch die ist wirklich Full Coverage. Vom Farbton her passt sie auch wirklich sehr gut. Auch hier möchte ich nochmal ausprobieren mit der für mich neuen Technik. Dann habe ich hier die NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Die ist auch schon gut leer. Also ein Drittel ungefähr raus. Auch im Flakon sieht sie wieder sehr passend aus. Auf der Haut ist sie ein Müh zu dunkel, deswegen jetzt im Winter absolut nichts. Ja, dann von der hier hat ja jeder geschwärmt. Es soll ein Dupe zu der CC Cream sein von It Cosmetics. Finde ich jetzt nicht. Aber ich müsste sie mal wieder testen. Ich weiß gar nicht, warum ich sie nicht mehr verwendet habe. Mal schauen. Dann von L'Oreal Infallible 24 Fresh Wear, das ist diese hier, hat einen super Hautton für mich, fast schon einen Ticken zu hell. Aber die ist wirklich sehr schön, also die ist nicht so maskenhaft wie die andere. Die bleibt auf jeden Fall auch. Dann kommen wir zu meinen 3 Highlights, also die Produkte liebe ich ja wirklich. Hier die Dior Forever Skin Glow, die ist fast leer und die ist auch eher was für den Sommer für mich. Also die ist wirklich ein Müh zu dunkel. Oder ich habe einfach immer zu viel Produkt verwendet, das kann natürlich auch sein. Muss ich einfach nochmal testen, aber die mag ich vom Tragegefühl her wirklich sehr, sehr gerne. Dann noch ein Produkt, was ich momentan eigentlich fast täglich mit der anderen verwende, ist hier auch von Dior und zwar die Backstage Foundation und die ist wirklich auch sehr, sehr super. Also die hat eine schöne leichte Deckkraft, ist ein schönes Make-up, was halt wirklich den ganzen Tag hält, finde ich richtig, richtig gut. Und genauso gut finde ich dieses Produkt hier. Auch hier hat mich die liebe Jenny wieder angefixt, weil sie dann doch von dieser Foundation so geschwärmt hat und da musste ich sie auch ausprobieren und sie ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie für meine trockene Haut funktioniert, aber sie funktioniert wirklich sehr, sehr gut und gerade mit so einem etwas ölhaltigen Primer richtig, richtig gut, legt sich nicht auf trockene Stellen ab oder so. Schöne Foundation, schönes Finish, hält den ganzen Tag und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Ja, ich glaube, ich zeige euch jetzt mal, wie macht man das jetzt? Ich muss euch mal schnell umbauen. So sieht das Ganze jetzt hier eingeräumt aus. Also im Vergleich zu vorher natürlich ein riesen Unterschied. Und hier oben in der Kiste habe ich jetzt die ganzen aussortierten Produkte. Ja, doch schon eine Menge. Und es tut mir auch ein bisschen weh, wenn ich ehrlich sein darf und ja, die kommen jetzt weg, die möchte ich auch nicht mehr weitergeben, weil es halt einfach schon uralte Produkte sind, verwendete Produkte und halt wirklich ja, teilweise nicht mehr in Ordnung sind. Entschuldigung. Ja, deswegen möchte ich die auf jeden Fall nicht weitergeben, die werden entsorgt und ja, aber mit dem Ergebnis bin ich jetzt schon mal ganz zufrieden. Jetzt muss natürlich nur noch aufgebracht werden. Genau. Ja, ihr Lieben, an der Stelle würde ich sagen, beenden wir auch dieses Video, weil es ist, glaube ich, schon sehr, sehr lange geworden und ja, ich muss jetzt dann auch noch was anderes machen und ja, ich würde sagen, wir machen nächste Woche an der gleichen Stelle weiter, beziehungsweise nehmen uns einen anderen Schub vor und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr auch so viele Produkte habt, würde mich mal sehr interessieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!